Es sind bizarre Szenen, die für Außenstehende nicht leicht zu durchschauen sind. Die angekündigte Pressekonferenz der Pussy Riot-Aktivistin in Sochi gerät zum Spießrutenlauf. Weil kein Hotel ihnen einen Raum zur Verfügung stellen wollte, findet das Statement schließlich im Freien statt. Mehrere Störer drängen sich ins Bild und halten den Frauen vor, sie hätten Geschlechtsverkehr mit Hühnern. Grund für die Pressekonferenz: Nach mehreren Festnahmen durch die russische Polizei in der Olympiastadt Sochi hatte die Aktivistinnengruppe am Donnerstagmorgen ein neues kremlkritisches Punk-Video veröffentlicht. Der Clip nennt sich »Putin bringt dir bei, die Heimat zu lieben«. Darin ist unter anderem zu sehen, wie ein uniformierter Kosake mit einer Peitsche brutal auf die Aktivistin losgeht. Zu den Zusammenstößen war es nach Angaben der Aktivistin am Mittwoch bei den Dreharbeiten gekommen. In dem russischsprachigen Lied prangern die Frauen das beispiellose Polizeiaufgebot in Sotschi an. Olympia hat den Polizeistaat Russland zu einem vollkommenen Polizeistaat gemacht. Aus dem autoritären Regime ist ein totalitäres Regime geworden, das vorbeugend Menschen in Haft nimmt. Einige der Aktivistinnen waren in Sotschi zuletzt von der Polizei abgeführt worden, angeblich wegen Diebstahls. Dabei seien sie nach eigener Darstellung misshandelt worden. Sie wurden später freigelassen.